Ja, guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ja mittlerweile kurz nach 6. 90 Minuten Fat Max, nüchtern steht auf dem Plan. 210 bis 245 Watt. Swift ist schon on. Damit ist die erste Trainingseinheit für heute erledigt. War jetzt 224 Watt Average. Ich bin auch gar nicht im Irk-Mode gefahren heute, sondern einfach alles selber getreten. 1,5 Stunden. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Und dann werde ich mich mal mit dem Fritz besprechen müssen, wo wir gleich die Bergläufe machen. Denn wie geplant im Wald wird es bei diesem 5, 6 cm Neuschnee, die es über Nacht gegeben hat, definitiv nichts. Aber wir werden schon einen Weg finden, spätestens heute Abend sind dann noch einige Straßen oder Gehwege geräumt. Müssen wir es zur Not nach hinten verschieben. Eigentlich war der Plan, es gleich vormittags abzuhaken, aber schauen wir mal. Ich bin so oder so guter Dinge, glaube aber auch, dass zumindest diese Woche wirklich alle Radfahrten auf der Rolle stattfinden werden. Zumindest die 2,5 bis, keine Ahnung, 3,5 Stunden hätte ich am Sonntag gerne draußen gemacht. Schauen wir mal, wie sich es bis dahin ändert. Ist ja heute erst Dienstag. Also es sieht wirklich eklig aus. Schöner, matschiger, grauer Matsch. So, jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwo einen Spot finden, wo wir laufen können. Üblicherweise ist es so, dass das Stadion dafür immer geräumt wird. Zumindest am zweiten Tag, wenn es mal schneit hier. Ist dann immer kein Problem. Fahren wir einmal mit so einer kleineren Räummaschine drüber. Das ist natürlich jetzt geschlossen, das heißt, es fällt jetzt fürs Training auch erstmal flach. Bin sowieso überrascht, eigentlich ist es in Bamberg Anfang Dezember ganz, ganz selten Schnee nur. So, jetzt schauen wir mal, wo der Fritz bleibt, wenn wir den mal interviewen. Hallo. Hallo. Hi. Wo müssen wir lang? Das ist falsch rum. Hä? Das ist ja wirklich falsch rum. Das mache ich in der Nachbar. Ja. Also gut, klar. Los geht's. Ja. Schöne Bilder. Und dann gehen wir noch rechts rum, ja. Also wenn sich heute niemand aufs Maul legt, da ist auf jeden Fall ein voller Erfolg. Hier könnte man Tempoläufe machen, hier ist alles trocken. Ja. Oh. Ah, hier drüber. Ja. So, kurze Sightseeing-Runde zum Aufwärmen in Bamberg. Rechte Hand das alte Rathaus, hier andere alte Häuser. Das ist der Bamberger Dom. Einheit sind 3x, 5x 200. Wir werden so 40 Sekunden laufen. So, also wir haben auf jeden Fall ein gutes Stückchen Straße gefunden. Hier geht's hoch. Wird locker für so 40 Sekunden reichen. Fritz, legen wir los? Ja. Ja! Wo machen wir denn den Start? Ja, keine Ahnung. Hier einfach. Hier. Bei dem Gulli? Ja. Ein Drittel haben wir geschafft, es ging schnell rum, aber es ist schon echt steil. Ja, wird steiler hinten raus. Ja, ganz komisch und auch von Mal wird es bei mir immer steiler. Die letzten 10 Meter kaum mit Knie hochgekriegt. So, jetzt 4 Minuten Trabpause oder Serienpause, Laufpause, dann geht's in den nächsten Block. Dritter, letzter Durchgang, von mir aus können wir. 5 Stück noch. Ja, noch 5 Stück. Ja, ja. Vor, zurück und go. Thank you.
Fritz, wie schnell war dein schnellster? 38,95. War der vorletzte? Der letzte. Der vorletzte war 38,98. Zweimal unter 39. Ach, mein schnellster war der vorletzte mit 39,9. Und den habe ich beim letzten dann bereut. Da ging es eigentlich richtig gar nicht mehr. Aber ich habe die Kamera gut platziert. Ich stand nämlich so 5 Meter vor dem Moment, wo ich immer richtig gestorben bin. Ey. Oh, aber wieder gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Yes. Also am Anfang noch ein bisschen Glühweinschädel von gestern Abend. Glühweinschädel? Hier wird gesoffen in der Trainingsgruppe. Trainingsgruppe? Naja, im Trainingsduo. So Leute, wir werden jetzt austraben. Das war's für heute, für mein Training. Easy. Jetzt haben wir irgendwie kurz nach 12 haben kurz wir schon. Vor 12 kurz noch. Vor 12. Können wir einfach mal Mahlzeit sagen. Mittagessen. Bierchen. Und dann Feierabend. Ohne Bier natürlich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace!